Okay, das Festival wird durchgeführt. Das ist zeitlich begrenzt und dann können wir uns hier was überlegen, ob wir da vielleicht Einwanderung stimulieren oder sowas. Ja, und unsere Ressourcen sehen wieder gut aus. Ja, so. Ganz kurz noch, weil der Chat mich abgelenkt hat. Es ist einfach ein bisschen schön. Unter anderem steht die These drin, naja, da wo keiner wohnt, kann man nicht unzufrieden sein. Und dann ist natürlich, ich musste das erste Mal schmunzeln, weil ich wohne in Sachsen-Anhalt und komme aus Sachsen. Und Horsti hat das ergänzt, er hat gesagt, hey, du warst also Brandenburg. Und jetzt geht es darum, wer daran quasi schuld ist oder eben auch nicht schuld. Und ich finde es immer wieder total spannend, wenn das so formuliert wird, so die Politik ist schuld oder die Politik hat entschieden oder gestern in irgendeiner Doku, wie war das, Angela Merkel hat uns den Laden zugemacht. Das ist so eine Verflachung von Entscheidungsnetzwerken, die eigentlich viel, viel, also die sind wirklich spannend, wenn man die sich anguckt. Also wer ist beteiligt, wie wird beteiligt, was spricht dafür, was spricht dagegen, das ist wirklich, wirklich spannend. Aber es wird dann halt so runtergebrochen in die Politik oder die Einzelperson, der Ministerpräsident, die Kanzlerin, wie auch immer. Und insofern auch noch so ein Grund, warum wir auch drüber reden. Um das nochmal immer wieder so auseinander zu klamüsern, dass das halt eben nicht die Politik ist, sondern einzelne Entscheidungen. Die zu einer Kette darauf führen, wollte ich hinaus. Ja. Genau. So, ich bin jetzt schon und wieder mehrere gierig. Schlechte. Ja. Ja. Ich würde Australien, weil wir haben Beziehung 152, ich würde Australien wieder um APs bitten. Weil wir es können. Ja. Ja, und sie haben auch welche. Wir können das leider nicht boosten, weil wir keine zusätzlichen Wohlwollenspunkte und Investitionspunkte generieren können, wenn wir in einem Block sind. Aber wahrscheinlich, weil wir auch noch nicht die wirtschaftliche Zusammenarbeit, also die wirtschaftliche Integration hoch genug haben, nehme ich an. Dann bitte ich jetzt um AP. Und als nächstes würde ich jetzt Südafrika mal hier fragen. Achso, nee, wir wollen wahrscheinlich positive Aktionen Wohlwollen erlangen mit Südafrika machen. Wir könnten das auf 95 boosten und dann haben wir Wohlwollenspunkte und Investitionspunkte, sodass wir Südafrika quasi in unseren Block nehmen könnten. Machen wir das jetzt mit dem Block oder ist es noch so eine etwas fernere Überlegung? Nee, wir sollten das jetzt machen, weil wir sowohl die Investitionen als auch die diplomatische Mission, die ja nur ein Jahr hält, durchgeführt haben. Wir können natürlich auch sagen, okay, wir machen nur ein Handelsabkommen. Aber Südafrika ist die einzige von den anderen, also Kanada und Frankreich haben wir uns auch drum gekümmert. Die sind aber alle in einem Block. Nur Südafrika können wir noch fragen. Und wir würden wahrscheinlich wieder ein klein bisschen ins Minus rutschen bei den Metallen. Aber das hat sich demnächst erledigt, wenn wir das nächste Projekt umgesetzt haben, was nicht mehr lange dauert. Und dann können wir Bohrinseln bauen. Dann, ich bin überzeugt. Noch nicht von den Bohrinseln, aber zumindest von dem Block. Okay, wir müssen erstmal Wohlwollen erlangen. Und dann können wir ja immer noch gucken, ob wir die Wohlwollenspunkte benutzen, um sie zum Blockmitglied zu überreden oder ob wir doch nur ein Handelsabkommen machen. Dasselbe ist jetzt für Frankreich. Oder nenne ich dasselbe. Wir können jetzt ein Handelsabkommen machen. Wahrscheinlichkeit wäre 85 Punkte, wenn wir Investitionspunkte ausgeben. Ohne nur 70. Aber wir könnten mit Frankreich ein Handelsabkommen machen. Das Handelsabkommen finde ich super spannend.
Dauert 2 Jahre. Ja. Also die Beziehungen werden verbessert und ich finde es halt... Also nee, klar, Investitionen zwischen Neuseeland und Frankreich. Die Beziehungen nicht, sondern Investitionen. Also was das genau ist, kann man sich auch bei uns dann nachher in der Wirtschaft angucken. Bin ich noch nicht ganz zu 100%ig dran lang gestiegen. Handelsabkommen machen wir. Okay. Dann gucken wir einfach mal, was dasselbe da können wir jetzt mit Kanada machen. Also kooperative Aktionen, Handelsabkommen. Wir haben Wohlwollen und Investitionspunkte. Das heißt, wir können sowohl Investitionspunkte als auch Wohlwollen ausgeben, dass wir 95% Chance haben, dass wir ein Handelsabkommen treffen, das auch 2 Jahre gilt. Das gefällt mir auch sehr gut. Okay, und sehen kann man das, wenn wir jetzt hier hingehen und, nee, nicht hier hingehen, hier auf Wirtschaft gehen und dann auf Finanzen, haben wir hier unten, wo wir überall Investitionen gemacht haben. Und wenn das dann auftaucht, wird hier bei Frankreich, wird hier das ordentlich, aber was diese Zahlen bedeuten, ich habe hier leider keinen Kontext, was das heißt, aber es scheint nicht schlecht zu sein. Ich bin gespannt, so ganz durchgestiegen bin ich wirklich nicht bei dem Wirtschaftsteil. Nee. Wir probieren jetzt rum. Und ja, wollen Südafrika einladen. Genau. Und jetzt sind wir gleich bei Projekt Regulierung der Bergbauindustrie durch. Und dann können wir fossile Brennstoffe erforschen. Und wenn wir fossile Brennstoffe erforscht haben, dann können wir Bohrinseln bauen. Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Das heißt, jetzt haben wir wieder AP bekommen von Australien. Das ist sehr schön. Das heißt, wir sind wieder noch ein Stück handlungsfähiger geworden. Hm. Festival wurde erfolgreich in Christchurch umgesetzt. Sehr gut. Schön. Was machen wir jetzt in Christchurch? Gesellschaftliche Aktionen, Aufnahme von Einwanderern. Wo unsere Wirtschaft gerade kommt. Provinzbevölkerung um 10 erhöhen. Provinzunzufriedenheit um 10. Dann machen wir direkt wieder ein Festival danach. Und Arbeitslosigkeit Neuseeland plus 0,5%. Ja, wir müssen auf jeden Fall bauen und in unsere Wirtschaft investieren. Ja, wir müssen... Vielleicht ist das ja noch zu früh, weil 0,5% Wachstum bei der Arbeitslosigkeit ist halt schon krass. Ich weiß halt nicht, was wir für Alternativen haben im Sinne der des zeitlichen Ablaufs. Werden wir, also wir werden irgendwann die Leute brauchen, die die Jobs erfüllen. Ja, in aber im Moment... den Industrien, die wir gebaut haben. Ja. Aber wir haben im Moment eine Arbeitslosenquote von 6,18. Ich würde erst dahin gehen, wenn wir... weil und unsere Arbeitslosigkeit sinkt im Moment... Nee, Wirtschaft war das hier. Arbeitslosigkeit steigt im Moment um 0,01. Wir würden halt einfach mal 0,5% draufpacken. Ich bin an der Stelle bei Atompilz, der im Chat sagt, ach, wartet damit, wenn die Plattform steht, dann guckt neu. Ja, genau. Deswegen würde ich das jetzt noch nicht machen. Ich bin übrigens nochmal dann, wenn wir uns entschieden haben, ich wollte es nur schon mal anmoderieren und ankündigen, für eine weitere kleine Pause. Ich brauche Taschentuchnachschub. Alles klar. Ja, aber da, ich würde das jetzt nicht machen, weil das hier sieht mir zu heftig aus, muss ich sagen. Plus 10 ist halt nett für AP, aber ich glaube, wenn wir die Jobs geschaffen haben, dann sollten wir genau danach gucken. Dann lassen wir erstmal diese Provinz Christchurch ohne eine Aktion, weil die Sachen sind gleich umgesetzt. Ja, das ist ein guter Ansatz. Wir müssen ja auch nicht immer was machen. Manchmal kann man auch einfach mal.
Oh, internationale Konferenz. Wir wurden eingeladen, an einer internationalen Konferenz teilzunehmen, die den Anwesenden die Gelegenheit zur Eigenwerbung und Selbstpräsentation geben soll. Interesse? Demonstrieren wir der Welt unsere Macht? Geld und AP kostet uns das. Wir kriegen 50 Punkte. Militarismus plus 1 und Kriegstreiber plus 10. Hm. Wir können ein paar neue Freunde finden. Beziehung zu allen plus 5, Kriegstreiber minus 10. Interessant. Tut mir leid, an diesem Tag spiele ich Tennis. Golf hätte da stehen müssen. Golf. Na, wobei, es gibt auch Bilder von ihm, wie er Tennis spielt. Oh Gott. Und die sind nicht vorteilhaft. Ja, ja. Gut, aber wir können ein paar neue Freunde finden. Ja, Freunde finden sind immer super. Ja. Okay, Apropos Freunde, bevor wir jetzt gleich wahrscheinlich in die regulären der Backbone-Industrie, bevor wir gleich in die Pause übergehen demnächst, ich sag's mal frei raus, es gibt ich habe im Chat einen Namen entdeckt, der mir sehr, sehr bekannt vorkommt aus einer Zeit, als ich noch knappe 20 Jahre jünger war, wahrscheinlich noch, naja, eher 22, 23 Jahre jünger. Und falls ich mich täusche, okay, aber falls ich mich nicht täusche, würde ich mich total über ein kurzes Ja freuen, wenn sich die besagte Person selbst erkennt. Okay. Der Name kommt mir nur sehr, sehr bekannt vor. Gut, also, wir machen sofort eine Pause. Ich würde jetzt, Regulierung der Bergbauindustrie wurde umgesetzt. Dann gucken wir uns jetzt, das noch auf Pause, das nächste Projekt für Umwelt an, wäre dann fossile Brennstoffe. Damit können wir Bohrinseln bauen. Das dauert auch nochmal 191 Tage. Kostet auch einiges an Unterhalt, aber wir brauchen es. Rohstoffeinnahmen, alleine dadurch gehen Rohstoffeinnahmen, Brennstoff 32 hoch und Umweltzerstörungsmodifikator Neuseeland 1, können wir aber mit leben. Wir sind im Moment noch bei 0. Oder sogar im Negativen bei diesen generellen Modifikatoren. Und dann bauen wir Bohrinseln und unsere Wirtschaft wird steigen. Ja, und wir werden uns dann parallel dazu überlegen, wie wir die Umweltfolgen dann noch wieder in den Griff kriegen. Genau. Dann machen wir das. Und ich bin auch total für noch eine kleine Pause. Und dann die Weltwirtschaft, wie wir gerade gesehen haben, ist auch schon wieder auf dem aufsteigenden Ast. Aber sieht so aus, als ob es wieder abflacht. Das sieht sehr schön sinusförmig aus. Sehr interessant. Hier hinten, Polen hat sich dem Block Deutschland angeschlossen. Aha, und Kolumbien hat sich Staaten von Brasilien angeschlossen. Okay. So, wir haben gleich Wohlwollen hoffentlich mit Südafrika erreicht. Ja, Wohlwollen erlangen, erfolgreich in Südafrika umgesetzt. Dann können wir sie jetzt fragen. Hallo, wollt ihr in unseren Blog kommen? Oh, und wir haben noch nicht genug Investitionspunkte. Ich würde da noch einen Monat warten. Ja, das finde ich gut. Stresst uns ja nicht. Genau. Und hier ist wieder Litauen hat sich dem Block Schweden angeschlossen. Oh. So, und gleich sind wir mit Erholungstourismus durch. Großartig. Und dann bauen wir das erste Gebäude. Erholungstourismus wurde umgesetzt.
Ja? Ich überlege gerade, ob wir am Anfang den Fehler gemacht haben, dass wir direkt das Militär aufgebaut haben. Wahrscheinlich schon, ja. Wir könnten auch Militär wieder abbauen. So, Tourismuszone. Könnten wir jetzt bauen. Mhm. Kosten nur 50, 10. Ja, das ist ja nicht viel. Effekte sind BIP-Wachstum plus 0,01. Arbeitslosigkeit-Wachstum minus 0,01. Beziehung zu allen plus 1 und plus 1 Index menschlicher Entwicklung. Das ist super. Finde ich auch. So, jetzt wird hier gebaut. Was ist hier passiert? Dänemark hat sich dem Block Italien angeschlossen. Mhm. So, jetzt wird hier gebaut. Das dauert 60 Tage. Okay. Und Kolumbien hat den Block Staaten von Brasilien verlassen. Da bewegt sich so einiges. Die sind gerade eben erst dazu. Ja. Das ist, übrigens, unser Bruttoinlandsprodukt geht gut nach oben. Ja. So, wie sieht es jetzt mit Blockaktivitäten aus? Ach, wir müssen noch warten. Wir haben erst 19 Investitionspunkte. Oder müssen wir nochmal investieren? Also ich würde nochmal ein bisschen warten, ob diese Investitionspunkte noch steigen. So bis hier oben August ist. In der Zwischenzeit werden wir dann Handelsabkommen hoffentlich geschlossen haben. Handelsabkommen wurde erfolgreich mit Kanada umgesetzt und Handelsabkommen wurde erfolgreich mit Frankreich umgesetzt. Wie schön. Sehr schön. So, die Handelsabkommen enden dann in 2 Jahren. Das heißt, jetzt könnten wir mit denen auch Rohstoffe verdielen. Hier sind noch interessante Sachen. El Salvador hat sich im Block Konföderation von Ecuador angeschlossen und Krieg Pakistan gegen Iran. Okay. Oh. Olympische Spiele. Demnächst wird ein nationales Komitee zusammentreten, um den Austragungsort der Olympischen Spiele zu bestimmen. Dieses prestigeträchtige Ereignis wird unserem Land Aufmerksamkeit verschaffen. Doch die Konkurrenz ist hart und wir müssen dabei bereit sein, große Opfer zu bringen, wenn wir gewinnen wollen. Sollten wir unseren Namen in den Hut werfen, denken Sie daran, dass dieses Unterfangen nicht billig wird. Wir sind nicht für die Olympischen Spiele bereit oder könnte ein Versuch wert sein? Geldtechnisch, wir haben noch keine Schulden aufgenommen und wir könnten Schulden aufnehmen. Geldtechnisch stehen wir aber gut da. Es ist halt blöd, dass wir nicht wissen, was das bedeutet mit das Unterfangen wird nicht billig. Ja. Und Horsti merkt auch gerade an, das klingt irgendwie so ein bisschen nach Bestechung. Weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch irgendwie so dieses Bild, was sich zumindest bei mir bei den Olympischen Spielen international irgendwie inzwischen aufgetan hat. Ja. Oder so bei großen Sportwettkämpfen. Vielleicht sogar eher. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir bereit sind für die Olympischen Spiele. Weißt du, unser Flughafen ist noch nicht ausgebaut, unser Tourismus ist noch nicht ausgebaut. Und ich glaube, wir haben andere Sachen zu tun. Ja, denke ich auch. Und stimmt. Und Atompilz merkt an, dass es auch gut wäre, die Folgekosten noch zu wissen. Ja, wir sind nicht bereit für die Olympischen Spiele. Dafür gibt es Länder, die weitaus größer sind und da wahrscheinlich, also gegen die anstinken zu wollen. Oder sehr viele totalitäre Staaten. Sportliche Großveranstaltungen werden ja immer sehr gerne in nicht so ganz demokratischen Nationen abgehalten, habe ich das Gefühl. Das müssten wir uns jetzt nochmal angucken, wie sich das jetzt so die letzten 20 Jahre entwickelt hat.
Wenn man das aber zusammendenkt mit Horstys Kommentar von Bestechung und den Fragen, wie sind eigentlich die Entscheidungen zustande gekommen und wer verdient eigentlich daran, dann glaube ich, dass es in einem demokratischen Staat, insbesondere aufgrund von Transparenz und Kontrollmechanismen, einfach deutlich schwieriger ist, korrupte Dinge zu tun. Mhm. Und ich glaube übrigens, Neuseeland ist auf dem Korruptionsindex auf Platz 1. Oder auf jeden Fall irgendwie unter den Top 10 im Sinne von okay. keine Korruption. Ja, wir sind nicht. Oder Korruptionswahrnehmung. Wir haben so wenig Korruption, wir sind nicht bereit für die Olympischen Spiele. So gefällt mir das doch. Das ist doch eine schöne Aussage. Wir sind nicht bereit für die Olympischen Spiele. Es würde wahrscheinlich halt Beziehungen zu ganz vielen verbessern, aber ja. Achso, genau. Ja, jetzt ist gleich August und dann würde ich nochmal nach Horst, die merkt im Chat auch an die Aktion von Martin Sonneborn, wo die FIFA bestochen werden sollte, wurde mit Kuckucksuhren und Schwarzwälder Schinken die Fußball-WM nach Deutschland zu holen. Und die Fußball-WM ist nach Deutschland gekommen, weil sich einer, der gegen Deutschland stimmen wollte, enthalten hat wegen diesem Bestechungsversuch, weil er den für echt gehalten hat. Und das war das Zünglein an der Waage, weswegen Deutschland die WM ausgetragen hat. Martin Sonneborn hat die WM, die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland geholt. Das kann man so sagen. Kann man so. Ja, was ich jetzt auch nochmal so spannend finde, ist, dass, wenn ich mich recht entsinne, wir irgendwann im Jahre 14, 15 oder so Ermittlungen des FBI gegen die FIFA hatten. Aufgrund von Korruption, glaube ich, bei irgendwelchen WM-Vergaben. Da weiß ich jetzt nicht mehr bei welchen. Aber auf jeden Fall gab es da bundesbehördliche Ermittlungen. Und da würde es mich sehr wundern, so im Sinne von internationaler Kooperation, wenn es da keine Zusammenarbeit gegeben hätte. Hm. Ist es nicht auch die Geschichte, wo Sepp Blatter jetzt dann auch verurteilt wurde? Ja, egal. Da bin ich nicht fest, aber auf jeden Fall hat Sepp Blatter jetzt gerade noch, ist gerade ganz aktuell, gibt es noch ein neues Strafverfahren gegen Sepp Blatter. Echt? Ja, wegen irgendeinem Museum in Zürich oder irgendwas Prestigeträchtigem für die FIFA. Das war so sein Vorzeigeprojekt von Sepp Blatter, was er angestoßen hat. Und die FIFA hat selbst ein Ermittlungsverfahren gegen Sepp Blatter angestrengt, weil die Mietverträge sind wohl so zu den Ungunsten für die FIFA und auch die Ausschreibungen für den Bau, sodass die FIFA schätzt, dass durch diese Aktion ein Schaden von 170 Millionen Euro entstanden sind für die FIFA. Und deswegen gibt es ein Verfahren gegen Sepp Blatter. Habe ich jetzt gestern im Deutschlandfunk gehört oder so. Ich kriege es nicht mehr hundertprozentig zusammen. Aber ich meine wohl schon. So, zurück zu Südafrika, die auch schon mal die WM ausgerichtet haben. Und die, glaube ich, auch mit den Folgekosten zu kämpfen hatten. Ja, total. Land der Vuvuzelas. Also, wir müssten, um noch mehr Investitionspunkte zu bekommen, müssten wir nochmal investieren, weil die sind jetzt schon wieder gesunken. Oder wir nehmen einen unserer Wohlwollenspunkte, zwei unserer Wohlwollenspunkte und wir heben die Erfolgschance auf 80 und hoffen, dass mit 80% Südafrika unserem Block beitritt. Ja. Ja, mit 80%. Ja, mit 80%, Entschuldigung, den Alles klar. tatsächlich noch bringen können. Ja. Alles klar, dann machen wir das. Okay. Und Handelsabkommen haben wir. Das ist schön. So, und jetzt kommt fossile Brennstoff, dass wir die Bohrinseln bauen können, dauert noch 123 Tage. Unser BIP wächst weiter. Das ist großartig, aber das liegt vor allem daran, dass die Weltwirtschaft wächst. Arbeitslosigkeit steigt auch immer noch um 0,01, aber ich hoffe, das wird dann aufhören, wenn wir das Gebäude fertig gebaut haben, was in 11 Tagen soweit ist. Dass wir unsere Arbeitslosigkeit reduzieren können.
bin sehr gespannt. So, und jetzt ist das Gebäude gleich fertig. Hm. Wir müssen einen neuen Verteidigungsminister ernennen oder einen Berater fürs Verteidigungsminister. Hector Johansson, Armeeverteidigung plus 2. Lola Kovacci, Rohstoff, Unterhaltskosten für Armeen, seltene Erden minus 15. Hm. Wir wollten eh die Armeen abbauen, ne? Hatten wir eben schon mal gesagt. Ja, vor allem, weil sie uns halt Geld kosten und Rohstoffe. Wenn uns aber seltene Erden jetzt auf diese Art und Weise zur Verfügung stehen, finde ich das auch gut. Ja, wollen wir sie dann nehmen? Einfach für den Dings? Ja. Okay, und dann würde ich jetzt tatsächlich mal einmal auf... Ups, falscher Knopf. Einmal kurz innehalten und unsere Armee auswählen. Wir könnten Einheiten entfernen. Wir haben 4 Panzergrenadiere, Jagdflugzeuge, Kommandos und Hubschrauber. Und wenn ich auf AP gehe, monatliche Kosten, haben wir hier Unterhalt für die Armeen minus 17. Okay, das ist nicht so viel. Aber wir könnten Armeen zurückschrauben. Ich befürchte halt die ganze Zeit, dass doch nochmal irgendwie ein Konflikt entsteht. Ja. Und dann schade wäre, wenn wir Zeit brauchen, um erstmal eine Armee zu entwickeln und unsere Verteidigungsstrategie dann zu planen. Also insofern, ich würde sie eigentlich gern behalten, finde es aber gut, dass wir an sich weniger Rohstoffe jetzt brauchen, um sie zu unterhalten. Oder würdest du einzelne Bestandteile der Armee einfach reduzieren wollen? Ja, nee, ich würde sie dann schon, glaube ich, so lassen wollen, ja. Lassen wir das so, weil 17 ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, wir kommen auf einen grünen Zweig. So, wir haben am Anfang die Armeen ausgebaut und dann auch relativ schnell auch abgebrochen, als wir gesehen haben, oh, so viele können wir gar nicht unterhalten und die Armeegröße ist eigentlich ganz okay. So. Ja. Da würde ich die gar nicht... Oh, wir haben noch ein... Wie konnte ich das... Wir haben noch einen freien Projektplatz. Was habe ich denn nicht gestartet? Fossile Brennstoffe? Fossile Brennstoffe werden umgesetzt. Ach, und wir haben das mit dem Tourismusindustrie fertig. Weil wir können ja das Gebäude bauen. Da haben wir kein Anschlussprojekt gemacht. Könnten jetzt mal, wir müssen uns jetzt was Neues suchen. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Wir hätten jetzt... Ich schon. Okay. Nationale Währung. Nationale Währung, natürlich. Finanzsystem, ja richtig. Nationale Währung. Steuereinnahmen plus 5% und Index menschlicher Entwicklung plus 1. Ja, machen wir das, oder? Überfällig. Dann kann ich das auch endlich streichen. Alles klar. Nationale Währung läuft. So, und dann das nächste wäre dann wahrscheinlich wieder mal ein Block. Eine Blockpolitik. Eine Integrationsgeschichte. Würde ich schätzen. Mhm. Ja, diplomatische Aktion zum Block hinzufügen würde erfolgreich in Südafrika umgesetzt. Großartig. Und wir haben jetzt gerade gar nicht so viel... Minus, aber wahrscheinlich kommt das erst nächsten Monat dazu. Ich weiß, da ist es. Nee, das dauert nicht bis nächsten Monat. Jetzt sind wir bei Metall minus 22, bei Brennstoff nur noch plus 2. Aber wir brauchen noch 94 Tage. Dann können wir die Bohrplattformen bauen. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir kaufen nochmal Metalle, ne? So 400 oder so. Ja. Für 10.000. Haben wir auch. So.
dann sieht das mit den Ressourcen eigentlich einigermaßen okay aus. Weil wir brauchen für einige Projekte halt auch immer Metalle und wenn wir Sachen bauen und sowas, möchte ich das irgendwie über 1000 halten. Weil es fühlt sich einfach irgendwie besser an.